Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie an der Hochschule für angewandtes Management, an der Fakultät für Wirtschaftspsychologie und unterrichte dort Werbepsychologie, Konsumentenverhalten, Marketing, Kommunikation und Online-Marketing. Heute wollte ich all denjenigen, die gerne Wirtschaftspsychologie studieren bei uns, einen kleinen Hinweis geben. Ganz, ganz wichtig, weil mich viele Leute fragen, weil wir ja eine private Hochschule sind. Ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr euch eine Hochschule oder eine Universität für ein Wirtschaftspsychologiestudium aussucht, ohne staatliche Anerkennung und Akkreditierung ist alles nichts. Also, die Hochschule für angewandtes Management in Ismaning, Berlin und Unna, ist eine semi-virtuelle Hochschule, also ein Blended-Verfahren. Da habe ich auch noch einen eigenen Film gemacht, den kann ich euch nachher schicken. Also wir unterrichten nach der Methode des Blended Learning, also eine Mischung aus Präsenzphasen und Onlinephasen. Heute, wie gesagt, in diesem kleinen Kurz-Kurz-Video geht es um die staatliche Anerkennung. Also prüft immer, gibt es hier eine staatliche Anerkennung, gibt es eine Akkreditierung und ist auch ein Qualitätsmanagement vorhanden. Unsere Hochschule für angewandtes Management ist staatlich anerkannt, weil ich das immer wieder gefragt werde, durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung, Kultus und Wissenschaft und Kunst. Die an der Hochschule erworbenen akademischen Grade dürfen natürlich international ohne Einschränkung geführt werden. Und die Mastergrade, die ihr bei uns erreicht, eröffnen dir praktisch prinzipiell den Zugang auch zu einem Promotionsstudium an jeder Universität. Ihr braucht halt dann einen entsprechenden Doktorvater. Ja, der Sitz, was soll ich noch erzählen? Der Sitz unserer Hochschule ist in Ismaning. Und vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu der Akkreditierung, der sogenannten Systemakkreditierung. Unsere Hochschule, die Hochschule für angewandtes Management, hat als erste private Hochschule in Bayern mit der Systemakkreditierung die höchste Auszeichnung der deutschen Akkreditierungs- oder des deutschen Akkreditierungsrates ohne Auflagen erhalten. Damit ist die HAM oder die Hochschule für angewandtes Management eine von nur 5 systemakkreditierten Hochschulen bzw. Fachbereichen in Bayern. Unsere Hochschule wurde damit bescheinigt und bestätigt, dass sie über ein ausgezeichnetes Qualitätsmanagement verfügt, so Bayerns Wissenschaftsminister Dr. Ludwig Spänle. Die Begutachtung von Studium und Lehre durch eine Kommission, ja, die FIBA, bestätigte auch unserer Hochschule, dass ihre hohen Qualifikationsziele der angebotenen Studiengänge durchgängig erreicht werden. Damit komme ich auch gleich zum Ende der wichtigen Punkte, die ich euch zeigen oder heute kurz hier am Flughafen noch mitteilen wollte. Also, wenn ihr eine Hochschule euch aussucht, sucht euch eine raus, die immer akkreditiert ist, wenn es eine private ist. Und solltest du noch Fragen zu deinem Studium haben, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Ich betreue an dieser Hochschule im Bereich der Wirtschaftspsychologie die Themen Markt- und Werbepsychologie, wie gesagt Online-Marketing. Und wenn du da Fragen hast, melde dich einfach bei mir 0171 358 2159. Viele Grüße vom Flughafen in München und ja, würde mich freuen, dich im Wintersemester begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, dieses kleine Video hat euch geholfen, weil ich immer wieder gefragt werde, wie sieht es denn aus? Ist eure Hochschule akkreditiert? Ist die HAM akkreditiert? Und ihr habt gesehen, deswegen habe ich euch das hier kurz vorgelesen. Also wir sind voll akkreditiert und da brauchst du dir keine Probleme machen. Und wir sind eben auch im Blended-Format, deswegen hier auch die Szenerie des Flughafens. Das heißt, ihr könnt studieren, wann und wo ihr wollt. Und solltet ihr Fragen haben, meldet euch einfach und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Also, tschüss, euer Peter.